Street Row. Vorschau. Dead or Alive 2 Hardcore. Da haben wir es wieder. Tot oder lebendig. Neben Tekken Tag Tournament kündigt sich ein weiterer Edelprügler an. Ringfrei für den härtesten Kampf eures Lebens. Nur einer bleibt am Ende übrig. Die Mädels hier sind nicht pingelig. Gleich wird Kasumi ihre Gegnerin Helena meterweit in die Luft katapultieren. Besondere Griffe und Würfe werden durch schnelle Kamerafahrten in Szene gesetzt. In manchen Arealen prügelt ihr eure Gegner vom Dach oder aus dem Fenster. Von oben nach unten. Okay, das ist natürlich noch eine wichtige Info. Schnell wie ein Gepard. Die geschmeidigen Animationen sind einzigartig. Alle Kämpfer bewegen sich sehr realistisch und sind kein bisschen träge. Da hat die Tekken-Serie noch das Nachsehen. Das stimmt allerdings. Tekken war immer verhältnismäßig langsam, beziehungsweise Dead or Alive war immer verhältnismäßig echt schnell. Es ist unglaublich dynamisch gewesen. Ja, ist schon ein gutes, sehr gutes Beat'em'up gewesen. Ich meine, ist es glaube ich immer noch, ne? Ich weiß gar nicht so ganz genau. Es ist nur der DLC-Wahnsinn, der mittlerweile bei Dead or Alive Einzug gehalten hat, ist absolut krank. Wenn man sich mal die DLCs anguckt für Teil 5 und auch Teil 6 jetzt, ich weiß nicht, wie es aktuell bei Teil 6 aussieht, aber bei Teil 5 gibt es DLCs im Wert von über 1000 Euro. Und das sind halt meistens nur kosmetische Sachen. Und früher war es halt eigentlich in den Games so, dass man sich Klamotten freigeschaltet hat. Ja, das hatte ich glaube ich auch vorhin schon mal erzählt. Das war ja immer der Anreiz irgendwie. Jetzt läuft alles über DLCs, aber scheint ja zu funktionieren, keine Ahnung. Über 1000 Euro, ey, nur ein Kleidungs-DLC, ist absolut krank. Ich meine, ich weiß, es gibt noch Spiele, die greifen noch wesentlich tiefer in die Kasse, was DLCs angeht. Aber trotzdem, das macht es jetzt nicht besser. Naja, okay. 2 Jahre ist es her, da wollte die dreidimensionale Keilerei Dead or Alive den amtierenden Tekken-König vom Thron stoßen. Wegen fehlender Spieltiefe scheiterte das Vorhaben jedoch und Tekken 3 behielt den Titel bester PlayStation-Prügler. Trotzdem erreichte das beeindruckende Automatengeprüge Dead or Alive Kultstatus in der männlichen Spielergemeinde, denn die wohlproportionierten Kämpferinnen Körbchengröße D, Ausrufezeichen. So, sorgten mit wippender Oberweite für Aufsehen. Leider mussten europäische Spieler auf diese witzige Spielerei verzichten. Ist das so? Achso, die wippenden Brüste oder was? Okay, interessant. Dieses Mal soll der berüchtigte Bouncing Breast Modus aber auch in der deutschen Version enthalten sein. Ah, hört, hört. Ich glaube, bei Teil 6 sind sie wieder etwas von dieser Sexualisierung runtergegangen, ne? Ich glaube, da haben sie auch irgendwie auch Oberweiten reduziert und solche Geschichten. Naja. Dead or Alive 2 Hardcore ist wesentlich actionlastiger und dynamischer als Tekken Tag Tournament. Anstatt Schläge und Tritte mit insgesamt 4 Tasten zu steuern, zaubert ihr mit nur 2 Knöpfen die verschiedensten Attacken hervor. Ein weiterer Unterschied sind die Kombos, die bei weitem nicht so lang sind wie bei Namcos Vorzeigebeat'em'up. Durch die Kombination von Knopf- und Richtungstastenkommandos bearbeitet ihr die Gegner mit Schlagsalven, die zwar selten mehr als 10 Treffer zählen, dafür aber rasend schnell auf eure Opfer einprasseln. Wer gute Reaktionen hat, unterbricht den attackierenden Gegner mit einem Konter, den, anders als bei der Tekken-Mannschaft, jeder Kämpfer beherrscht. Genau, es gab immer die Konter, ne? Du musst dann auch immer noch, wenn es ein niedriger Angriff war, muss man dann noch unten drücken und kontern und so weiter und so fort. Ist auf alle Fälle irgendwie, man kapiert das Prinzip relativ schnell, aber das zu meistern ist echt krass gewesen auf jeden Fall. Genau, bei Tekken hatten es irgendwie nur so ein paar Figuren, ne? Lai fällt mir, hieß der Lai, der Polizist, ich glaube schon, der irgendwie aussah wie Jackie Chan. Der konnte das, glaube ich, auf alle Fälle. Naja, mein Kumpel und ich. Wie in Tekken Tag Tournament gibt es auch in der Tecmo-Klopperei einen Tag-Team-Modus. Ihr wählt 2 Kämpfer, die auf Knopfdruck sogar mitten in einer Combo die Position wechseln. Mit dieser Taktik lasst ihr dem Gegner keine Verschnaufpause und zieht ihm auf einen Schlag einen großen Batzen Lebensenergie ab. Mindestens genauso effektiv sind die spektakulären Tag-Throws, die abhängig von den gewählten Charakteren unterschiedlich ausfallen. Hayabusa packt seinen Gegner und schleudert ihn zur wieselflinken Kasumi, die ihn mit einem kräftigen Schulterstoß niederschreckt. Leon und Zack hingegen greifen sich den Gegner an Arm und Bein, holen erstmal Schwung und werfen ihn dann meterweit in die Luft. Stellt euch einen Sturz aus dem 3. Stock vor. Ungefähr so schmerzhaft dürfte der Aufprall des bemitleidenswerten Opfers sein, aber die Tecmo-Kämpfer sind hart im Nehmen. Ein Bruce Lee-Klon gibt's in jedem Prügler. Jan bekommt von Ayane was unter die Kinnlade. Neben den geschmeidigen und lebensechten Animationen der Akteure begeistern auch die dreidimensionalen animierten Hintergründe. Bäche ziehen sich durch die Landschaft, Fahnen wehen im Wind, Maschinen arbeiten im Hintergrund und Windräder drehen sich.
Hinzu kommt eine bisherigen Beat'em-ups ungekannte Bewegungsfreiheit. Manche der weitläufigen Umgebungen erstrecken sich über mehrere Etagen, die allesamt begehbar sind. Drescht ihr den Gegner beispielsweise durch das riesige Fenster in der Kirche, fällt dieser begleitet von unzähligen Glassplittern metertief in den Vorhof. Kurz darauf springt euer Kämpfer automatisch hinterher und ihr macht dort weiter, wo ihr aufgehört habt. Dabei folgt die Kamera den drastischen Positionswechsel flott und ohne Geruckel. So soll es auf einer Next-Generation-Maschine sein. Überhaupt läuft das gesamte Spiel butterweich ab. Selbst bei Kämpferwechsel oder bei heftigen Combo-Attacken kommt die Grafikroutine nicht ins Stocken. Exklusives Europa-Update. Für den europäischen Spieler gibt es eine im Vergleich zum japanischen Original aufgebohrte Version von Dead or Alive 2, daher auch der Titelzusatz Hardcore. Okay, man kann jetzt nur spekulieren, was das Hardcore macht. Zu den 12 Standardkämpfern gesellen sich der russische Elitesoldat Bayman und der teuflische Übermensch Bankotsubo oder so ähnlich. Allerdings erst dann, wenn ihr diese im Story-Modus freigespielt habt. Darüber hinaus erhält die Hardcore-Version gleich 5 nagelneue und PS2-exklusive Spielmodi. In der CG-Gallery schaut ihr euch gerenderte Artworks an, das User-Profile-System berechnet in einer Statistik eure persönliche Sieg-Niederlage-Verhältnisse und der Watch-Modus lässt euch bei einem Kampf zwischen zwei Computergegnern zuschauen. Die Kollektion ist eine Sammlung aller erspielten FMV-Abspänne. Ich weiß nicht, was FMV-Abspänne ist. Aber wahrscheinlich dann die, oder? Mit dem Battle-Record-Modus zeichnet ihr einen Kampf auf und speichert ihn auf der Memory-Card. FMV-Abspänne. Also vielleicht sind es die Endsequenzen immer von den Kämpfern gewesen, wenn man durchgespielt hat. Könnte ich mir vorstellen. Als wäre das nicht schon genug, gibt es als Sahnehäubchen noch 4 neue Arenen für den Team-Battle- und Tag-Team-Modus sowie mehr als 80 versteckte Kostüme für sämtliche Kämpfer. Krass. Es kommt selten genug vor, dass eine europäische Version von Japanern derart aufgebohrt wird und bei Dead or Alive Hardcore hat man sich auch noch den richtigen Titel dafür ausgesucht. Denn wer eine Abwechslung zu den Tekken-Teams sucht, wird mit dieser fulminanten und extra umfangreichen Schlägerei sicherlich nicht enttäuscht. Finde ich, also ich wollte es auch gerade erwähnen, finde ich auch krass, dass irgendwie die europäische Version aufgebohrt wird im Gegensatz zur japanischen. Vor allem, weil ich bin der Meinung, dass Dead or Alive auch in Japan relativ groß gewesen ist, oder? Oder noch ist, weiß ich nicht. Naja. Fazit, pfeilschnelles, unblutiges Beat'em'up mit Edelgrafik und spielerischen Verbesserungen zur japanischen Version. Damals wieder, Gran Turismo 3. Gran Turismo, der Spieltitel, steht für perfekt inszenierten Fahrspaß. Endlich erhält auch die PlayStation 2 ihren Tuning-Renner. Was für ein Erlebnis. Damals. Mit Sonnenuntergang fahrt ihr in Laguna Seca ins Abendrot hinein, werdet ihr buchstäblich von den warmen Sonnenstrahlen angeheizt. Diese Effekte zählen zu den herausragenden optischen Leckerbissen von GT3. Schön. Ich meine, es ist das gleiche Prinzip, was ich vorhin schon mal bei... War ja auch Gran Turismo, glaube ich, oder? War es Gran Turismo? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube schon. Es war halt zu seiner Zeit eine absolute Grafikreferenz. Ja? Es sah eigentlich für... das begrenzte Verständnis aus, als wäre es echt. Jetzt mit etwas Abstand sieht man es natürlich etwas anders. Schnappt euch den VW Beetle aus Wolfsburg und brettert über den hügeligen Trail Mountain. Die Programmierer schmücken die Umgebung mit detailreichen Texturen, tolle realistische Optik. Einige Kisten aus den beiden Vorgängern dürfen erneut gefahren werden, etwa der Lotus Elise. Nicht zuletzt in den atemberaubenden Wiederholungen spielen die Programmierer ihre Erfahrung der PlayStation-Vorgänger voll aus. Nie zuvor gab es solch detaillierte Flitzer auf eurem Fernseher zu bestaunen. Verschiedene dynamische Kamerafahrten sorgen für TV-Feeling. Mit den beiden PlayStation 1-Vorgängern hat sich das japanische Sony-Team Polyphony Digital selbst ein Denkmal gesetzt. Weltweit 16 Millionen verkaufte Exemplare von Gran Turismo 1998 und dessen Nachfolger 99 sprechen eine deutliche Sprache. Aber hallo, optisch und spielerisch ist die Rennspielserie das Maß aller Dinge. Grafische Verbesserungen sind aufgrund der ausgereizten PlayStation-Hardware aber kaum mehr machbar. Das ist auch den Jungs von Polyphony klar, weshalb man bereits seit 20 Monaten an der neuen Sony-Konsole werkelt. Mit dem Ziel, das schönste Rennspiel aller Zeiten zu entwickeln. Ob's wohl gelingt? Endlich getauft. Ursprünglich sollte das erste PS2 Gran Turismo den Namen GT 2000 bekommen. Nach zahlreichen Terminverschiebungen, eigentlich sollte das Vorzeigerennspiel bereits zum japanischen PS2-Start im März erscheinen. Krass, ey, ist irgendwie, die hatten ja auch mit dem, ne, mit dem Nachfolger, was ich meine, mit dem Prolog irgendwie, was dann rauskam, wobei ursprünglich Gran Turismo 4 oder so. Naja, wie auch immer, hatten sie aber irgendwie immer Struggle.
oder fast immer, wurde als endgültige Veröffentlichungsdatum der Januar 2001 genannt. Ihr könnt euch denken, dass der Titel Gran Turismo 2000 da nicht gerade für ein modernes Spiel stehen würde. Dessen war sich auch Polyphony Digital bewusst und taufte sein jüngstes Baby auf den endgültigen Namen Gran Turismo 3. Was außer dem Namen noch neu ist, erfahrt ihr in unserer umfassenden OPM2-Vorschau auf den folgenden Seiten. Ey, Alter, da kam die PlayStation 2 im Ende November 2000, ne, in Europa raus und dann kamen schon solche Top-Spiele irgendwie in so kurzer Zeit. Wahnsinn, ey. Unglaublich, was da für ein Spielefutter geboten wurde und was heute abgeht, ey. Also ich meine, es ist ja nicht nur, es ist nicht erst jetzt mit PS5 und Xbox so, sondern es war ja auch schon vorher irgendwie immer so. Aber trotzdem irgendwie verrückt. Ich meine, gut, andererseits, wenn man vielleicht mal an den N64-Launch zurückdenkt, das war auch eine Katastrophe. Da gab es, zum Release gab es zwei Spiele. Und ich glaube, das hat auch eine Weile noch gedauert. Irgendwie kamen dann nochmal zwei. Ich weiß gar nicht, was die ersten waren. Super Mario und Pilot Wings, glaube ich, oder? Und dann kam, glaube ich, irgendwie kurze Zeit später noch Turok und Wave Race? Bin mir nicht ganz sicher. Wobei dann natürlich, weiß ich jetzt nicht, inwiefern in den Folgemonaten dann Spielefutter nachgereicht wurde. Kann schon sein, dass es doch auch besser war als heute. Naja, okay, ist auch ein anderes Thema. Besser geht's kaum. Gran Turismo 3 setzt an dem Punkt an, an dem die beiden Vorgänger an die technischen Grenzen der PlayStation gestoßen sind. Kenner der Hitrenner werden sich sofort zurechtfinden. Wie gehabt lernt ihr in verschiedenen Fahrprüfungen die Grundlagen des Autofahrens, bevor ihr in umfangreichen Wettbewerb Geld für Tuning und heiße neue Kisten verdient. In den Lizenzprüfungen gilt es, bestimmte Streckenabschnitte unter Einhaltung eines Zeitlimits zu meistern. Nur die Ideallinie sowie der konsequente Einsatz von Gaspedal und Bremse lassen den Fahrlehrer mit der Lizenz winken. Über die genaue Anzahl der Prüfungen schweigt sich Polyphony noch aus. Wahrscheinlich werden es mindestens so viele sein wie bei GT2 und da steckten satte 60 Einzelprüfungen drin. Nach Aufwärmprogramm dürft ihr nun endlich in einem Auto aus eurem anfangs begrenzten Fuhrpark Platz nehmen. Die beeindruckende heckgetriebene Dodge Viper GTS erstrahlt in hochglänzendem Licht. Sitzt euch ein Nissan Pensoil, keine Ahnung, bei mehr als 180 km/h im Nacken, wird's so richtig eng. Am Steuer eines lahmen Kleinwagens versucht ihr, die ausgeschriebenen Preisgelder für die jeweiligen Wettbewerbe einzustreichen. Mit den gewonnenen Moneten begebt ihr euch zur Werkstatt, um euren hochglanzpolierten Stolz mit nützlichen Bauteilen aufzumotzen. Darf es ein Schalldämpfer für den Sportauspuff oder eine neue, bessere Federung sein, Hobbyschrauber kommen voll auf ihre Kosten. Geht in den Tuningladen des jeweiligen Autoherstellers und legt euch ein paar schmucke Alufelgen oder einen computergesteuerten Einspritzung zu. Auch ein mehrstufiger Turbo bis zu 4 Stufen sorgt für zusätzlichen Powerschub. In den meisten Kleinwagen dürft ihr diesen leider noch nicht einbauen. Sehr schade. Dank der Tuning-Option kommt so schnell keine Langeweile auf, denn ständig wollt ihr eure Fahrzeuge modifizieren, um so bessere Platzierungen zu erringen und euren Kontostand spürbar aufzubessern. Natürlich solltet ihr den Fuhrpark auch ständig mit neuen Modellen ausbauen. Technik-Tuning. Obwohl Polyphony den Gesamtumfang des Vorgängers massiv reduziert hat, vormals waren 594 Fahrzeuge und insgesamt 49 Strecken spielbar, tut dies dem rasanten Geschehen keinerlei Abbruch. Polyphony Digital bestätigt kürzlich, dass man mehr als 130 verschiedene Fahrzeugmodelle von 40 Herstellern, unter anderem Peugeot, Fiat und Aston Martin, sowie 15 Rennstrecken in Gran Turismo 3 stecken wird. Das ist schon krass, ne? Fast 600 Fahrzeuge in den Vorgänger und dann sind es nur noch 130. Streckenmäßig genau das gleiche. Ich meine, klar, man könnte sagen, wenn man sich auf weniger konzentriert, kann man mehr Zeit dann auch in die investieren, was sicherlich nicht schlecht ist, aber ich weiß auch nicht, auch hinsichtlich der Verschiebung und so, ist natürlich auch ganz interessant, dass auch das reduziert wurde. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das irgendwie ein Schritt gewesen, weil es verschoben wurde? Oder hat man sich wirklich was dabei gedacht, weil man mehr Fokus auf weniger, aber dafür besser legen wollte? Keine Ahnung. Neu hinzugekommen sind Strecken in Monte Carlo und ein japanischer Rundkurs. Schaut ihr euch die wunderschön gestalteten Strecken an, werdet ihr erleichtert feststellen, dass sich die Konzentration auf weniger Strecken gelohnt hat. Ah, na bitte. Fahrt ihr beispielsweise über den Trail Mountain, gehen euch die Augen vor Staunen über. In dem abschüssigen Teil nach dem Tunnel zum Anfang der Strecke brechen die Lichtstrahlen durch die dicht bewaldete Umgebung und sorgen für ein Flair, welches wohl nur von der Realität und wirklichem Fahren übertroffen werden kann. Na bitte. Die einzigen Fahrzeuge weisen eine enorme Detailfülle auf. An den Rändern erkennt ihr die Bremsscheiben, werden die Bremsen hart durchgedrückt, glühen diese sogar.
In malerischen Wald auf dem Trail Mountain gehen euch die Augen über. Realistischere Lichteffekte gab es bislang nicht zu bestaunen. Authentisch fallen die Lichtstrahlen durch die Bäume. Schön. Guten Abend, God Race. GT-Renngeschichte. Gran Turismo 1998 sorgte durch umfangreiche Spielmodi und sagenhafte Steuerung für Furore. Ein Klassiker. Teil 2, 99, litt unter leichten grafischen Mängeln, kompensierte das aber mit beeindruckendem Fuhrpark. GT3 2001 verwirklicht alle Ambitionen der Programmierer auf dem Weg zum viel zitierten Fotorealismus? Ich meine, klar, wenn man sich die Unterschiede anguckt, ja, das ist schon krass, keine Frage. Auch heute noch. Mit dem Erscheinen von Gran Turismo im Jahr 1998 änderte sich die Konsolen-Rennspielwelt völlig. Nie zuvor war ein Rennspiel so umfassend und real. Der Nachfolger toppte den ersten Teil nicht zuletzt in Sachen Umfang. Mit dem neuesten Ausflug in die Tuning-Welt werden optisch komplett neue Dimensionen betreten. Also was heißt auch heute noch, was ich eben meinte? Ja, ich meine, früher waren die Grafiksprünge viel, viel größer, finde ich, von Konsolengeneration zu Konsolengeneration oder allgemein auch auf dem PC. Ne? Wie oft musste man sich eigentlich eine neue Grafikkarte kaufen? Wie sehr haben sich die Spiele von Jahr zu Jahr verbessert? Das war echt der Wahnsinn. Irgendwie schade, dass es so ausgebremst ist mittlerweile. Andererseits freut es natürlich irgendwie auch den Geldbeutel, aber naja. Okay, auch ein anderes Thema. Gleiches gilt für den Kurs in der malerischen Pazifikstadt Seattle. Lange fahrt ihr durch den schattigen Beton, die schattige Betonumgebung in der City, ehe ihr nach einer scharfen Kurve plötzlich von Lichtstrahlen der aufgehenden Sonne geblendet werdet. Und wie? Ihr habt das Gefühl, die Kontrolle über das Auto zu verlieren. Solchen Realismus gab es bislang noch in keinem Videospiel zu betrachten. Das Autodesign steht dem der Strecken in nichts nach. Die Rennwagen werden aus satten 4000 Polygonen zusammengesetzt, 10-mal so viel wie auf der PlayStation. Mithilfe des in Echtzeit berechneten Environment Mappings spiegelt sich die Umgebung der Strecke fast schon fotorealistisch auf dem Autolack. Ja, was Raytracing, ja? Was Raytracing. Auch die Sounduntermalung erreicht eine neue Dimension. Jedes einzelne Auto bietet authentische Motorengeräusche, die aufwendig bei den jeweiligen Herstellern direkt vor Ort aufgenommen wurden. Nur so schafft man echten Realismus und diese Mühe hört man auch. Bewährtes Handling am guten Fahrgefühl der Boliden wurde zum Glück nichts verschlimmbessert. Alle Kisten verhalten sich nach wie vor absolut authentisch. Dank schnellerer Grafik und häufigerer Abfrage des Controllers steuert sich GT3 gar noch besser als bisher. Ihr bemerkt zum Beispiel deutlich den Unterschied zwischen einer Heckschleuder wie der Corvette oder aber einem sanft durch die Kurven gleitenden VW Golf. 4. Fahrverhalten, Aussehen, Motorengeräusche, alles wie im echten Leben. Dieses hohe Maß an Realismus zu überbieten, dürfte der Konkurrenz sehr schwer fallen. Für uns steht jetzt schon fest, selbst die letzten Zweifler werden mit GT3 von der PS2 überzeugt. Als besonderes Bonbon wird zeitgleich mit der Veröffentlichung des Spiels ein Force-Feedback-Lenkrad veröffentlicht. Die ersten Fahrtests mit der Peripherie setzen dem lang erwarteten Titel hoffentlich endgültig die Krone auf. Fazit: Gran Turismo 3 setzt mit überlegener Fahrphysik und überragender Optik Standards für die gesamte Rennkonkurrenz. Ich glaube, Teil 3 ist auch ziemlich, ziemlich stark gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Aber wie gesagt, war nie mein Genre. Formula Gloria Maxima. Atemberaubende Stars, spektakuläre Überholmanöver, die Entscheidung auf der Zielgeraden in Hightech-Boliden. Hast du die Nerven für dieses Rennen? Nein, die Antwort lautet nein. Wipeout Fusion. Na bitte. Ich hatte es ja schon mal auf dem Deckblatt also auf den Titel des Magazins thematisiert. Wipeout, riesengroße, geniale Serie für mich. Ich liebe dieses Spiel. Das ganze Konzept einfach und der Soundtrack dazu. Wahnsinnig irgendwie. Sehr, sehr cool, sehr immersiv. Und ja, wie sehr würde ich mir ein neues Wipeout wünschen. Aber hatte ich ja schon erwähnt, will jetzt hier nicht wehleidig werden. Wipeout Fusion ist für mich, glaube ich, das eines der letzten. Naja, wobei es gab noch den, es gab noch den Ableger auf der PlayStation 3, ne? Mit dem 3D-Modus. Das kann ich mir wieder hieß. Ne, das war Wipeout Fusion, oder? Wipeout Fusion hat ein Dings bekommen. Ich glaube, so war das. Auf der PlayStation 4 dann. Wie auch immer, soll jetzt keine Rolle spielen. Jedenfalls Wipeout. Großartiges Spiel. Schauen wir mal, ob das offizielle PlayStation 2 Magazin ähnlich sieht. Die schnellsten Gleiter des PlayStation-Universums jagen in die neue Rennspielgeneration. Top aktuelle Infos zum Science-Fiction-Spektakel. Kreuz und quer, die Streckenarchitekten der F9000-Liga kennen offensichtlich keine Finanzknappheit. Bauen ihren spektakulären Kurs sogar in Bergmasse hinein. Fertig zum Start in den Mega-Grand Prix.
In der Demo-Version rast ein Gleitergeschwader mit beeindruckender Geschwindigkeit über den verschachtelten Parcours. Die Entwickler kümmern sich im Moment um die Waffensysteme, die dem Sci-Fi-Spektakel erst die richtige Würze verleihen. Noch sind keine Partikeleffekte integriert, in der fertigen Version sorgen Trümmer, Rauch und Explosionswolken für ein beeindruckendes Optikfeuerwerk. Hoffentlich kennt ihr den Kurs gut. Mit überragender Beschleunigung fliegt ihr durch die Kurse und sucht nach Turbos. Ach, schön. Es ist an der Zeit für ein neues Whiteboard. Punkt. Können wir so stehen lassen. Fertig. Also für eine neue Generation. Okay, da kommt aufs Gleiche. Mit der neuen Hardware sind atemberaubende Innovationen möglich. Man kann es genauso auf die PS5 adaptieren. Und das britische Sony-Team Studio Liverpool, bekannt als Psygnosis, will schon beim ersten PS2-Projekt ans Limit für Spieler und junge Hightech-Hardware gehen. So schwierig es für die Entwickler ist, sich in eine neue Konsole einzuarbeiten, so verblüffend ist jetzt schon das Ergebnis. Superschnelle und absolut ruckelfrei jagen die futuristischen Hovercrafts mit konstanten 50 FPS über gewagte Streckenkonstruktionen. Jeder Kurs besteht sage und schreibe aus etwa 150.000 Polygonen, die Schiffe jeweils aus einigen hundert Vielecken. Und das sieht man dem Spiel auch an. Die Grafik besticht durch futuristische Kälte, aber auch atemberaubende Details wie dampfende Nebelschwaden, gleißende Laser und Raucheffekte. Kurz gesagt, die Optik stimmt bereits jetzt. Seid ihr bereit für die Rennspielerfahrung aus dem Jahr 2150? Dann los! Die Zukunft beginnt hier. Springen wir in die Zukunft, ins Jahr 2150, um genau zu sein. Wir werden Zeuge einer neuen Wipeout-Liga, der F9000. Waren die Flitzer früher schon kaum zu bändigende Highspeed-Monster mit insgesamt 7 physikalischen Größen, so setzen die Konstrukteure jetzt noch eins drauf. Denn die neuen Maschinen sind durch 48 Parameter definiert. Das heißt, selbst bei hoher Geschwindigkeit lassen sich die Gleiter hervorragend präzise und vor allem nachvollziehbar um die Kurven steuern. Wer trotzdem noch Probleme beim Fliegen hat, schraubt eigenhändig am Setup der insgesamt 32 Flitzer herum. Damit feilt ihr an Haftung, Endgeschwindigkeit oder Luftbremse und optimiert so die Rundenzeiten. Doch eure Gegner stören gewaltig. Bei den früheren Turnieren flogen sie noch streng vorberechnet ihren Kurs, doch jetzt sitzen simulierte Piloten in den Cockpits, die euch auf Biegen und Brechen bekämpfen und autonom auf eure Handlungen reagieren. Es gibt Rennställe, die wahre Kamikaze-Piloten mit einer Vorliebe für tödliche Waffen ausbilden. Andere Teams setzen auf taktische Rennstrategie oder versuchen euch gnadenlos von der Strecke zu rammen. Neu in den Wipeout-Ligen sind breite, extrem herausfordernde Strecken. Mal den Berg rauf und dann steil wieder runter, das war gestern. Jetzt warten völlig neue Herausforderungen auf euch, zum Beispiel Freeform-Bereiche, wo ihr völlig eigenständig herumkurvt und selbst den optimalen Weg sucht. Oder die neuen Gravity-Flip-Pads, mit denen ihr plötzlich kopfüber rast und den Vordermann elegant hinter euch lasst. Natürlich fehlen auch Abkürzungen nicht. Je öfter ihr auf den 21 Kursen übt, desto besser lernt ihr die vielen Details kennen. Doch nicht immer geht alles glatt und wenn ihr einige Treffer von wütenden Kontrahenten kassiert, macht ihr Bekanntschaft mit dem realistischen Schadensmodell von Fusion. Teile des Schiffs brechen ab, fangen Feuer, werden sichtbar beschädigt oder explodieren. Zum Glück hilft die Boxengasse. Dort werden die Schäden in Fluge repariert und Steuerung sowie Leistung des Gleiters wieder optimiert. Damit es gar nicht erst zum Defekt kommt, benutzen Profis die Sideshift-Kontrolle. Damit weicht ihr den Geschossen aus. Das ist, glaube ich, oben die Bumper gewesen. Wenn man die zweimal gedrückt hat, hat man so einen Move nach links oder rechts gemacht, so einen Sprung schon fast. Ich denke, das ist damit gemeint. Insgesamt begeistert das neue Wipeout Fusion. Durch viele neue Ideen und Features hoffen wir, dass sich das Ganze auch gut spielt. Immerhin soll sich der neueste Teil von Anfängern problemlos erlernen lassen, aber auch Profis genügend Feinheiten bieten. Ist dem so, steht das Rennspielgenre vor einem neuen Highlight. Superschnelle Sci-Fi-Rennspiele mit jeder Menge neuer Features. Einfach einsteigen und ab in den Geschwindigkeitsrausch, da steht aber Geschwindigkeitsrausch, nicht Geschwindigkeit. Aber gut, wollen wir uns nicht mit Details aufhalten. Alright, Formel 1 2000. Kaum erobert Formel 1 2000 die Herzen der PS1-Fans, kündigt sich auch schon die PS2-Umsetzung an. Wie sieht die Königsklasse des Rennsports auf der PS2 aus? Bei trockenen Wetterverhältnissen ist noch alles in reinen, links, also da,
Das ist übrigens links, falls ihr es nicht wisst. Kurz darauf ziehen Wolken auf und ihr werdet zum Reifenwechsel in die Box gerufen, Mitte. Bei Regen sehen vor allem die Spritzwasserfontänen der vorausfahrenden Wagen sehr realistisch aus. Erinnere ich mich noch, ich glaube, da habe ich auch mal eine Demo gespielt von dem Game. Und das war wirklich extrem beeindruckend mit dem... Regen ist eigentlich eh in Rennspielen immer eine sehr coole Sache, finde ich. Kann sehr, sehr, sehr atmosphärisch wirken auf jeden Fall. Und das hat es hier auf alle Fälle. Irgendwo mal eine Demo gespielt. Ich weiß nicht, ob es auch auf der PlayStation 2 war. Wenn, dann müsste ich die Demo eigentlich haben und wir müssten die dann irgendwie dann vielleicht auch mal sehen. Aber alles zu seiner Zeit dann. Harte Konkurrenz, die Gegner drängen, blocken und schikanieren, was das Zeug hält. Man hat fast das Gefühl, als wollen die CPU-Fahrer um jeden Preis den Sieg erringen. Ist ja auch gut so. Wie im Fernsehen, die Pitstops kommen durch die verschiedenen Kameraeinstellungen und die lebensechten Animationen der Mechaniker sehr realistisch rüber, fast schon live. Da hat der Schumi wohl etwas übertrieben. Für ihn ist das Rennen gelaufen. Formel 1 2000 bietet PlayStation Schumis alles, was eine gute Simulation des allseits beliebten Rennsports braucht. Es ist rasend schnell, leicht zu handhaben, sehr umfangreich und durch die ausgeklügelte Gegnerintelligenz immer spannend. Jetzt will Entwickler SCE Studio Liverpool, ehemals Psygnosis, also im Endeffekt die auch Wipeout machen, ne, für den kommenden Sony-Konsole noch eins draufsetzen. Wir haben uns vor Ort der Qualität des ersten PS2 Formel 1 überzeugt. Volle Packung. Mit Formel 1 2000 will Sony sowohl absoluten Simulationsfreaks als auch Otto-Normalspielern für sich gewinnen. Darum gibt es neben der offiziellen FIA-Lizenz mit allen Teams, Fahrern und Strecken dieser Saison auch etliche Fahrerhilfen, die sich nach Belieben an- und ausschalten lassen. So hilft euch der Computer beim Bremsen und Beschleunigen oder ihr deaktiviert das Schadensmodell. Je höher der gewählte Schwierigkeitsgrad, desto weniger Fahrhilfen lassen sich zuschalten. So wird die anfangs gemütliche Spazierfahrt an der Pole Position bis später zum nervenzehrenden Kampf um jedes WM-Pünktchen. Denn die CPU-Gegner sind nicht von vorgestern. Durch eine neu entwickelte künstliche Intelligenz verhalten sich die anderen Fahrer beinahe so wie in der Realität. Ihr werdet beim Überholversuch geblockt, von hinten gedrängelt und in Schikanen klassisch ausgebremst. Das wechselnde Wetter macht euch zusätzlich zu schaffen. Während des Rennens wandeln sich strahlender Sonnenschein in herbstliches Regenwetter. Über Funk werdet ihr sofort in eure Box zum Reifenwechsel beordert. Die Authentizität geht sogar so weit, dass sich Reifenreparatur und Verschleiß deutlich in euren Rundenzeiten bemerkbar machen. Selbst das komplette Flaggensystem inklusive Safety Car findet ihr in Sonys Rennzirkus der neuen Generation. Das Tüpfelchen auf dem I sind die Sprecher, für professionelles Geplauder zum Renngeschehen engagierte man das offizielle Formel 1 Kommentatorenpaar Heiko Wasser und Christian Danner. So schön wie schnell, Sonys F1-Nachbildungen kommen dank Details wie Lüftungsschlitzen, Funkantennen, Radaufhängungen und einzeln modellierten Felgenspeichen ihren Vorbildern schon sehr nah. In der Cockpit-Perspektive seht ihr, wie sich der Fahrer in die Kurven legt und versucht, gegen die Fliehkräfte anzukämpfen. Da kommt richtiges TV-Feeling auf. Außerdem sind die Autos keine Einheitsmodelle, sondern wurden individuell gestaltet. So haben die Silberpfeiler ein moderner aussehendes Lenkrad als beispielsweise die Peugeots. Auch der Motorensound wurde möglichst authentisch umgesetzt. Im direkten Vergleichstest mit einer TV-Übertragung gab es kaum hörbaren Unterschied. Bei dem Test wäre ich ja gerne mal dabei gewesen. Die Umgebung sorgt ebenfalls für staunende Augen. Um die Strecke und die Gebäude am Straßenrand möglichst realistisch ins Spiel zu portieren, wurden mehr als 11.000 Fotos aus allen möglichen Perspektiven geschossen. Den Bildern entnahm man die realen Größenverhältnisse und die Texturen für die Gebäude. Bei der Einfahrt in die Box scharen sich die Mechaniker um euren Wagen und wuseln mit Wagenhebern, Tankstationen und Elektrikschraubern lebensecht animiert um euch herum. Dabei dreht und zoomt die Kamera pausenlos und beleuchtet das Geschehen aus allen Richtungen. Zu diesem Detailreichtum kommt die konstante Bildwiederholungsrate, die für ein Rennspiel besonders wichtig ist. Ihr fetzt immer mit 60 Bildern pro Sekunde durch die Gegend. Kein einziger Ruckler trübt das Geschwindigkeitsgefühl. Na bitte, so muss es sein. Das versprechen zumindest die Entwickler. Bis jetzt scheint es so, als würde dem Formel 1-Fan alle Wünsche erfüllt. Ob es wirklich nichts zu meckern gibt, erfahren wir erst im kommenden Frühjahr. Dann dürfte die Testversion in der OPM2-Redaktion eintrudeln. Bis dahin schnappen sich Formel 1-Hungrige die exzellente PS1-Version. Sehr umfangreiche und durchdachte Formel 1-Simulation mit schickerer Optik und der offiziellen Lizenz aller Rennställe. So entsteht eine Strecke. Okay, zu Beginn wird eine Streckenskizze erstellt, daraus entnimmt man die Abmessung der Gebäudekurven und Tribünen. Durch Farben werden die verschiedenen Fahrbahnbelege definiert, blau ist Asphalt, grün ist Gras und gelb ist Schotter. Nach den Maßen der Skizze wird das
Pagoda-Building in Indianapolis penibel aus Gitternetzlinien modelliert. Dem Gewirr aus Linien wird eine feste Form gegeben. Dazu füllt man die Gitternetzlinien mit schattierten Polygonen. Als nächstes wird das Objekt mit Texturen beklebt, die der Designer einem Foto des Gebäudes entnimmt. Das Pagoda-Building ist fertig modelliert und voll texturiert. Übrigens, dieses Bild zeigt die tatsächliche Spielgrafik. Ausrufezeichen. Extreme Playstationing. 2 Mark pro Ausgabe sparen. Du kannst jederzeit kündigen. Na bitte. Immer als Erster informiert, kostenlos nach Hause, über 10% Preisvorteil. Jederzeit sofort kündbar. Abo extrem einfach per Telefon. Das Spiel wird extremer und günstiger, denn die fantastische Welt der PlayStation 2 kannst du jetzt im Abo entdecken. Das offizielle PlayStation 2 Magazin, das einzige mit der exklusiven Demo-Disc, bietet dir alles zum Erleben und Mitspielen. Tests, Tipps und Tricks, News, DVD-Movies und Hightech-Entertainment. Adrenalin pur. Und da haben wir gleich die Abo-Karte dazu. Gut, das wird wohl heute, ich denke, nicht mehr wirklich funktionieren, wobei es cool wäre. Na gut. Weiter geht's mit Vorschau von Games World Rally 2001. Nee, World Rally Championship 2001, ich glaube so ist es. Richtig, 5 rechts, 3 links, Macht auf vor Kuppe. Wem die Formel 1 zu sauber ist, greift zur Rally-Simulation. Sony bringt das erste Rennspiel der schmutzigen Art. Trotz der konstanten Bildwiederholrate von 60 Bildern pro Sekunde wird die Weitsicht nicht durch störende Nebelbänke beeinträchtigt. Es ist schon erstaunlich, wie viel Polygone die PS2 scheffeln kann. Am Streckenrand stehen viele Zuschauer und bombardieren euch mit einem Blitzlichtgewitter. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ah, das ist der Klebestreifen von der Karte, ne? Ah, Schweinerei. Na toll. Hab mich schon gewundert, was hier passiert ist. Nicht nur die Strecke an sich, sondern auch die gesamte Landschaft wurde modelliert. Einmalig. Wurde einmalig modelliert? Okay, sparen wir uns die schlechten Witze. Codemasters Colin McRae Rally, Serie für die PlayStation 1, konnte eine riesige Fangemeinde verbuchen. Allerdings halten sich die Briten mit einer Umsetzung für die PS2 noch bedeckt. Offiziell angekündigt ist sie noch nicht. Dafür kommt vom jungen Entwicklerstudio Evolution eine Simulation rund um den beliebten Rennsport, die in der Vorabversion schon einen hervorragenden Eindruck hinterlässt. Alles drin, alles dran. World Rally Championship 2001 ist vorerst nur der Arbeitstitel. Im Gegensatz zum Namen ist die offizielle Lizenz der Saison 2001 schon sicher. Mit von der Partie sind Spitzenfahrer wie Tommy MacKinnon, Richard Burns, Colin McRae und Jua, oh Gott, Kankunen oder so. Keine Ahnung, kenne mich in den Sport nicht aus. Mit ihnen brettert ihr durch Spanien, Finnland, Neuseeland, Frankreich oder Großbritannien. Insgesamt schaukelt ihr über 14 authentische Strecken der Rallye-Weltmeisterschaft. Da Steuerung und Fahrphysik der Preview-Version noch nicht ganz ausgereift sind, lassen sich hierüber keine verlässlichen Aussagen machen. Umso mehr beeindruckt die Grafik. Die Autos sehen ohne zu übertreiben aus wie die Originale. Kein noch so winziges Gehäuseteil fehlt. Absolutes Grafik-Highlight sind die Wiederholungen. Wenn die Kamera zurückzoomt, sieht man, was man noch in keinem Rennspiel gesehen hat. Anstatt nur die Strecke zu modellieren, auf der ihr fahrt, rekonstruiert man auch die gesamte Umgebung. Ihr bewundert mächtige Bergketten und weite Wüsten in ihrer ganzen Pracht. Das Blickfeld ist enorm. Anschließend wechselt die Perspektive ins Innere des Wagens, wo ihr den gebeutelten Fahrern bei der Arbeit zuseht. Während der Pilot wie verrückt am Lenkrad dreht, hält der Co-Pilot einen Schreibblock mit der Anweisung in der Hand. Martin Kenwright, Mitbegründer des Evolution Studios, erklärt stolz: Uns ist es wichtig, das Spiel wie eine TV-Übertragung aussehen zu lassen und damit von der Fernsehatmosphäre nichts verloren geht, läuft World Rally Championship 2001 konstant mit 16 Bildern in der Sekunde. Okay, man könnte ja fast meinen, dass das Fernsehenbild auch mit 60 FPS pro Sekunde lief, aber das ist ja eigentlich nicht der Fall. Wenn die Steuerung letztendlich das Niveau der Grafik erreicht, erwartet uns für die Osterzeit ein Rallye-Spektakel erster Güte. Na bitte. Fazit: Top-Grafik, TV-Atmosphäre und offizielle Lizenz. Newcomer Evolution Studios will den PS2-Rally-Thron erobern. Disneys Dinosaurier. Haben wir irgendwie schon mal in den Upcoming Games gesehen, ne? Der Disney-Film rund um die faszinierenden Urechsen läuft gerade im Kino. Hier ist das passende PS2-Spiel. Helft den Dino-Helden, die Meteoritenkatastrophe zu überstehen. Ja, mit Spieleverfilmung ist es ja immer so eine Sache gewesen, schon damals. Und ich glaube, es hat sich bis heute nicht gebessert. Es gibt hin und wieder, ja, gibt es mal eine Ausnahme, wo man sagt, okay, nice. Aber
Selten. Mal gucken, wie Disneys Dinosaurier in der Vorschau wegkommt. Dinosaurier erleben gerade erneut einen wahren Boom. Die Riesen der Urzeit sind beliebter denn je. Nicht ganz unschuldig daran ist Disneys Kinofilm Dinosaurier, der seit dem 16. November im deutschen Lichtspielhäusern läuft. Hauptheld ist der Pflanzenfresser Aladar, der bei Affen aufwächst und anders als im Film während des Abenteuers neue Freunde wie die Flugsaurierdame Flia kennenlernt. Die Handlung des Spiels beginnt zum Zeitpunkt nach dem Meteoriteneinschlag, der einen Großteil der Dino-Population das Leben gekostet hat. Ihr steuert zunächst Flia sowie Zini den Affen. Flia findet ein mutterloses Ei und beschließt, es in Sicherheit zu bringen. Aus dem Ei schlüpft Aladar. Starkes Multifunktionstrio. Zunächst zieht ihr den kleinen Aladar groß, indem ihr Früchte sammelt und ihn damit füttert. Ist der Vierbeiner herangewachsen, reist ihr zu dritt durch die von der Katastrophe verwüstete Dino-Welt. Die drei Helden haben ganz unterschiedliche Eigenschaften, die ihr euch in bestimmten Situationen zunutze macht. Mit Flia erkundet ihr im Flug die Gegend, während Zini an Land sehr schnell vorankommt und auf Bäume klettert. Aladar hingegen ist fürs Grobe zuständig. Er verschiebt große Felsbrocken und haut mit seinem Schwanz Feinde zu Brei. Auf Knopfdruck wechselt ihr jederzeit zwischen den dreien hin und her. Während eurer Reise erledigt ihr eine Vielzahl verschiedener Aufgaben, die jeden Protagonisten gleichermaßen fordern. Ihr sammelt Obst für die verletzte Flia, eskortiert freundliche Dinos durch feindverseuchtes Ödland, sucht nach Wasserquellen, indem ihr den Boden mit schweren Gegenständen aufbrecht und bringt sämtliche Gegner eines Levels zur Strecke. Für einen effektiven Angriff formiert ihr euer Trio zu einer Einheit. Zini sitzt steinwerfend auf dem schwanzschwingenden Aladar, während Flia mit einem Ass im Schnabel die Freunde aus der Luft unterstützt. Hört sich kompliziert an, doch für diese dreifache Attacke reicht schon ein Knopfdruck. Ihr stampft durch eine dreidimensionale Landschaft, die ihr aus einer leicht versetzten Vogelperspektive betrachtet. Viel gibt es bisher leider noch nicht zu sehen, lediglich einige Palmen und Büsche schmücken die Umgebung. Meistens jedoch bekommt ihr nur verdorrte Bäume, Dino-Skelette und Geröll zu Gesicht. Die optische Bilanz des Kinoabenteuers wird so kaum vermittelt. Fazit: witziges Dino-Abenteuer mit einigen frischen Ideen und Teamwork-Konzept, Grafik und Spieltiefe sind noch mager. Naja, klingt jetzt nicht so nach der Offenbarung einer Filmverspielung. Ja, naja, ihr wisst schon. Räuberische Fleischfresser bedrohen unseren knuffiges Heldentrio. Auf in den Kampf. Bis zum rettenden Tal ist viel zu tun, nur durch kniffliges Teamwork können Hindernisse beseitigt werden. Die Fähigkeiten der drei UZ-Bewohner lassen sich Stück für Stück ausbauen. Timesplitters, damals wieder. Der erste Ego-Shooter für die PlayStation 2. Böse Kreaturen wollen die Weltherrschaft an sich reißen. Da juckt es euch doch am Abzugsfinger, oder? So nah kommt ihr im fertigen Spiel kaum an die bösartigen Timesplitters heran. Ihr erkennt, wie detailliert diese Invasoren aussehen und trotzdem soll das Spiel konstant mit 50 Bildern laufen. Abwechslung ist Trumpf, gleich 10 Jahrzehnte werden von den Aliens besucht. Ich glaube, ich verwechsle Timesplitters mit was anderem. Wir hatten Timesplitters vorhin schon mal. Egal, okay. Da macht sich ein Grinsen auf den Gesichtern frisch gebackener PS2-Besitzer breit. Der erste Ego-Shooter naht. Die Story ist wie bei den meisten Actionspielen weniger originell. Die Timesplitters, bösartige Wesen aus einer anderen Dimension, fallen auf der Erde ein und wollen uns versklaven. Da habt ihr als Held natürlich noch ein Wörtchen mitzureden. Und so ballert ihr euch durch ein Jahrhundert Menschheitsgeschichte und zeigt den Biestern, wer auf diesem Planeten das Sagen hat. Geballte Action. Timesplitters spielt zwischen 1935 und 2035. Jedes Jahrzehnt entspricht einem Level, weshalb sich Hintergründe und Feinde von Abschnitt zu Abschnitt unterscheiden. Im Labyrinth einer drei Jahrtausende alten Pyramide attackieren euch wiederwachte Mumien und Skelette. Im 21. Jahrhundert dagegen sind es Mutanten und Cyborgs, an denen ihre Feuerkraft testet. Um mit den unfreundlichen Gesinde fertig zu werden, seid ihr mit den besten Wummen aus 100 Jahren Waffentechnik versorgt. Schlichte Pistolen, Raketenwerfer, futuristische Laserkanonen, ihr nehmt alles in die Hand, was laut Boom macht. Als erster Konsolen-Eco-Shooter wird Timesplitters auch einen Level-Editor beinhalten. So dürft ihr nach Herzenslust eure Deathmatch-Arenen für heiße 4-Spieler-Matches selbst gestalten. Größe, Form, Waffen, Gegner und Lichtquellen, nicht nur angehende Level-Designer verwirklichen ihre architektonischen Vorstellungen. Das ist schon echt cool, wenn ich mir überlege, für GoldenEye auf dem N64 Levels entwickeln hätte zu können. Ey, das wäre der Wahnsinn gewesen. Was haben wir damals GoldenEye gespielt, ey? Krass. Ego-Shooter-Konsole PS2. Einen ausführlichen Test von Eidos, vielversprechende Timesplitters, liest ihr bereits in der nächsten Ausgabe. Übrigens, litten Ego... Also...
Übrigens, litten Ego-Shooter-Fans auf der PlayStation noch an einem krassen Mangel an passenden Titel, so werdet ihr auf der neuen Sony-Konsole gerade mit heißer First-Person-Action überhäuft. In Kürze bricht eine wahre Flut an harter 3D-Action über uns herein. Unreal Tournament, Red Faction und No One Lives Forever stehen schon in den Startlöchern und erscheinen allesamt Anfang nächsten Jahres. Wer wird das Rennen um die Gunst der Ballerfans machen? Lest OPM2 und ihr erfahrt die Antwort. Auf jeden Fall hat das fantasievolle Timesplitters durch pfeilschnelle Grafik und perfekte spielbare Multiplayer-Modi schon mal eine hervorragende Ausgangsposition. Litten, ne? Ich dachte jetzt hier an Lit und, aber, okay, wie auch immer. So, was haben wir hier? International Superstar Soccer Werbung. Recht schlicht. Keine catchy Phrase oder so. Na gut. The Getaway. Das hatten wir irgendwie auch schon mal gelesen, ne? In den Upcoming Games oder meist erwartet, glaube ich sogar. Keine Ahnung. Driver war gestern, heute ist The Getaway. Mit schier unglaublicher Detailtreue simuliert Sony eine komplette Stadt und ihr seid mittendrin. Okay. Ob das Spiel wirklich so aussehen wird? Ja, sagen die Entwickler. Hoffen wir, dass es stimmt. Nicht umsonst gehört dieses Projekt zu den bisher einzigartigsten in der Sony-Geschichte. London-Besucher werden von vielen markanten Punkten, werden viele markante Punkte aus dem Stadtbild sofort wiedererkennen. Alle Passanten sind nicht bloß Staffage, sondern gehen ihren üblichen Tagesablauf nach. Ja, sowas hat man ja schon oft gehört, aber ob es dann so war, ist dann eine andere Geschichte. Oder es war dann weniger spektakulär, als es klang, sagen wir es mal so. Der überragende Erfolg von Driver im letzten Jahr hat deutlich gezeigt, Verbrechen lohnt sich. Zumindest auf der PlayStation. Zur Freude aller PS2-Besitzer greift das Sony-eigene Team Soho die Driver-Thematik auf, packt aber tonnenweise eigene Ideen hinein. Ihr spielt den Ex-Bankräuber Mark. Eigentlich ist Verbrechen für euch längst passé, doch als euer Sohn von den skrupellosen Gangstern des Paten Charlie Johnson entführt wird, holt euch euer unrühmliche Vergangenheit wieder ein. Mit eurem Sohn als Druckmittel setzt Jason euch für seine Zwecke ein. Wahlweise dürft ihr zudem die Rolle eines verbitterten Ex-Polizisten übernehmen. Beide Charaktere entwickeln natürlich eine eigene, voneinander unabhängige Geschichte. Gigantische Ausmaße. Seit 50 Quadratkilometer des Stadtnetzes von London wurden ins Spiel integriert. Alle bekannten Attraktionen wie der Piccadilly Circus oder der Big Ben wurden authentisch digitalisiert. Eine Spritztour vorbei am Buckingham Palace machen und der knackigen Queen Mom tatsächlich mit quietschenden Reifen Hallo sagen. Kein Problem. Ähnlich wie ihr Vorzeige-Gangster-Epos Grand Theft Auto begebt ihr euch nicht nur in eurem Flitzer durch die Stadt, sondern dürft jederzeit aussteigen und zu Fuß weiter marschieren. Abwechslung ist Trumpf. Mehr als 50 Fabrikate sollten im fertigen Spiel auftauchen. Auf große Namen müsst ihr nicht verzichten, doch die Lizenzverhandlungen mit den Herstellern laufen noch. Die 24 Missionen, 12 pro Charakter, werden sich deutlich unterscheiden. Einmal müsst ihr zum Beispiel auf Diebestour gehen, ein anderes Mal mit eurem Wagen das Hab und Gut eines Konkurrenten Jossen zerstören. Alle Autos dürfen übrigens bis hin zum Schrottreifenzustand beschädigt werden. Das ruppige Driver lässt grüßen. Was The Getaway zu einem ganz besonderen macht, ist das lebendige Treiben in virtuellen London. Die Passanten laufen nicht belanglos in der Gegend rum, sondern gehen ihrer Arbeit nach. Zum Beispiel repariert die Handwerkertruppe ramponierte Gehsteige oder angefahrene Bushaltestellen, wenn mal wieder jemand so wild unterwegs war. The Getaway erscheint leider erst in einem Jahr. Fazit: The Getaway stellt zu Recht eines der heißest erwartesten actionreichen Rennspiele für das kommende PS2-Jahr dar. Krass, ey. Habe ich echt noch nie was gehört, aber finde ich auch interessant. Ich würde jetzt sagen, neben diesem Surfspiel H3O ist das hier aktuell der zweitinteressanteste unbekannte Titel für mich in diesem Magazin. Also ich denke, ich werde mir mal eine Liste machen und keine Ahnung, vielleicht greife ich die Spiele irgendwann mal auf dem Kanal auf oder so. Könnt ihr mir gerne auch mal eure Meinung dazu schreiben, ob an sowas Interesse bestände. Aber klingt auf alle Fälle gut. Sicherlich haben es auch einige von euch gespielt, also keine Ahnung, vielleicht könnt ihr auch was dazu sagen, ob es so gut geworden ist, wie es sich hier vermuten lässt. Würde mich tatsächlich mal interessieren. Weck das Biest in dir, Wild Wild Racing. Achso, das ist das, wo die Demo mit auf der Demo-Disc ist, ne, in dem Magazin. Aha, Silent Hill 2. Also Wipeout Fusion ist definitiv schon ein Highlight für mich gewesen in diesem Magazin, aber Silent Hill 2 ist wahrscheinlich, ich denke, es wird auch nicht besser. Für mich zumindest, für meinen persönlichen Geschmack. Silent Hill 2. Ich habe Teil 1 nie gespielt, bis heute. Schande über mich. Ich wollte ihn auch immer mal nachholen, wie so vieles andere auch. Aber Silent Hill steht eigentlich echt weit oben auf meiner To-Playlist von alten Spielen.
Mit Silent Hill 2 bin ich auf alle Fälle eingestiegen und das Spiel, oh mein Gott, ich habe es so geliebt und so positiv auch noch in Erinnerung. Ich kann nicht einschätzen, wie gut es gealtert ist. Ich meinte ja vorhin schon mal, dass ich schon denke, dass ich hier eine fette Retro-Brille auch aufhabe. Und dass bei Weitem wahrscheinlich alles nicht mehr so nice ist, wie ich es noch in Erinnerung habe oder damals wahrgenommen habe. Aber damals war es jedenfalls der Wahnsinn. Das Spiel hat mir teilweise so Angst gemacht, mal kurz erzählt, dass meine Mutter mir zugucken musste, während ich spiele, weil ich mich teilweise einige Passagen alleine nicht getraut habe zu spielen. Das Spiel hat mich fertig gemacht. Silent Hill 2, großartig. Teil 3 war auch noch sehr, sehr großartig. Naja, Teil 4 war so eher, okay. Naja, und danach eigentlich, was kam denn danach? Homecoming oder so, ne? Es gab, glaube ich, noch ein, zwei, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie viel danach noch kam. Es gab auch noch dieses, es gab auch noch ein PlayStation 2-Ableger, Shattered Memories oder so. Oder was, ein Wii-Ableger? Nee, für die Wii. Ach, keine Ahnung, vielleicht auch für beide. Keine Ahnung. Gab es noch einige Versuche, es gab auch PlayStation Portable-Ableger und so, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, es hat irgendwie, also nach Teil 4 ging es eigentlich echt bergab, fand ich. Naja, und dann gab es ja das Kojima-Projekt, ne? Aber das... naja, wir wissen ja, wie es damit läuft, beziehungsweise wie es ausgegangen ist. Nicht mal mehr die Demo kann man ja immer noch im PlayStation Store runterladen. Absolutes Trauerspiel. Das wäre wahrscheinlich großartig geworden. Nichtsdestotrotz gibt es seit Monaten immer mal wieder Gerüchte, dass ein neues Silent Hill in der Entwicklung sich befinden soll. Bei wem auch immer. Ich würde mich sehr freuen, aber dann bitte auch mit alten Stärken irgendwie. Naja, keine Ahnung, mal gucken, was die Zeit bringt. Neues Silent Hill wäre jedenfalls wirklich sehr, sehr großartig. Würde ich mir vielleicht sogar noch, ja, würde ich mir definitiv noch mehr wünschen als ein Wipeout. Okay, aber das mal, nur mal, damit ihr seht, wie gebrandmarkt ich mit Silent Hill bin und dass ich da definitiv die Fanbrille aufhabe. Ich kann mich, ist echt auch eine Weile her, wo ich das gespielt habe, ich kann mich an das Ding hier gar nicht mehr erinnern zum Beispiel. Als Horrorfilm-Fan kann euch nichts mehr erschrecken, ihr habt noch nicht Konamis neuesten PlayStation 2 Schocker gesehen. Das war aber auch bitter teilweise, ey. Aus den Augen einer Ratte, ungewöhnliche Kameraeinstellungen wie diese sorgten schon beim Vorgänger für eine ganz eigene unheimliche Atmosphäre. Der Nachfolger bleibt dem Prinzip natürlich treu. Der allgegenwärtige unheimliche Nebel wirkt viel authentischer als beim Vorgänger. Wie sieht's denn hier aus? Auf dieser Toilette wurde schon lange nicht mehr sauber gemacht. Vermoderte Gebäude und kein Mensch weit und breit. Ach, schön. Aber es sieht immer noch, sieht gut aus, finde ich. Also, für die Verhältnisse, ne? Irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich hatte gedacht, also ich, zum Beispiel so ein Gran Turismo 3, ja, was zu seiner Zeit halt auch wahnsinnig gut aussah, fand ich jetzt irgendwie rückblickend nicht mehr ganz so beeindruckend. Während das hier noch irgendwie geht. Silent Hill hat auch diesen coolen Grisselfilter. Gibt es auch heute noch bei manchen Spielen. Manche mögen den, manche nicht. Ich finde den eigentlich ganz gut, weil er irgendwie sorgt nochmal für so eine extra Atmosphäre und macht halt auch den ganzen Look irgendwie. Weiß auch nicht, irgendwie halt wertet's auf. Na gut, okay, schauen wir mal, was OPM schreibt. Nichts liegt uns ferner als Übertreibungen. Deshalb bezeichnen wir das PlayStation Adventure Silent Hill, siehe Kasten, auch ganz sachlich, achso, den hier, okay, den gucken wir uns gleich an, auch sachlich als das gruseligste, spannendste und nervenzerreißendste PlayStation 1-Spiel, das es gibt. Nicht mehr und nicht weniger. Schön. Das Monster-Spektakel setzt neue Maßstäbe im Horrorgenre und bewies, dass der Capcom-Konkurrenz Resident Evil wie echte Gänsehaut-Atmosphäre erzeugt wird. Vor kurzem lüftete Konami nun den Schleier über den PlayStation 2-Nachfolger und die ersten Bilder sehen hervorragend aus. Technisch ist Silent Hill 2 eine Klasse für sich und die Story des Sequels wurde komplett neu entwickelt. Messepremiere. Auf der Spielemesse Tokyo Game Show präsentierten die Entwickler erstmals ein Video von Silent Hill 2. Den Besuchern des Konami-Standes konnte man an den Gesichtern ablesen, dass das Grusel-Adventure auch auf der PlayStation 2 nichts von seiner beklemmenden Atmosphäre verloren hat. Ganz im Gegenteil, hart am Rande des Geschmacklosen wird ein Horrorabenteuer präsentiert, das seinesgleichen sucht. Blutverschmierte Frauenleichen, abscheuliche Monster, Ausschnitte aus dem beklemmenden Video seht ihr auf unseren Bildschirmfotos. Tot oder lebendig. Auch wenn die Hauptperson aus Silent Hill 2 denen des ersten Teils optisch ähnelt, so ist die Hintergrundgeschichte eine vollkommen andere. Ihr übernehmt die Rolle des Witwers James Sunderland. Eure Frau kam vor 3 Jahren auf mysteriöse Weise ums Leben, so könnt ihr es im ersten Moment natürlich nicht glauben, als ihr urplötzlich einen Brief von eurer verstorbenen Frau erhaltet. Doch es besteht kein Zweifel, die Handschrift ist eindeutig ihre.
In dem Schreiben bittet sie euch, sich mit ihr in dem kleinen Städtchen Silent Hill zu treffen. Genau dort wolltet ihr schon immer einmal mit eurer Frau Urlaub machen, doch ihr Unfall kam euren Plänen zuvor. Sofort setzt sich James Sunderland in sein Auto und fährt los. Kurz nach seiner Ankunft in Silent Hill trifft er dort auf eine mysteriöse Frau namens Maria, und die sieht Sunderlands verstorbener Frau verdammt ähnlich. Dass diese ihn nicht erkennt, stört ihn in diesem Augenblick überhaupt nicht. Auch Silent Hill 2 ist düster, im Dunkeln kommen Lichteffekte nun mal besser zur Geltung. Endlich ein Mensch, was hat es mit dem kleinen blonden Mädchen auf sich? Grusel, Atmosphäre pur. Der Vorgänger war in puncto Atmosphäre und Story ungeschlagen, doch technisch hatten wir an Silent Hill einiges zu kritisieren. Nebel und Dunkelheit schränkten die Sichtweite deutlich ein, deshalb sind wir Konami dankbar, dass man nicht im Schnellverfahren einen zweiten Teil auf der PlayStation hinklatscht, um nochmal schnell Kasse zu machen. Nein, für die Entwickler war klar, dass auf der alten Sony-Konsole keine wirkliche Fortsetzung möglich wäre. Denn noch mehr Grusel-Atmosphäre könne man nur mit noch besserer Technik erzeugen. Deshalb hat sich das Konami-Team sofort nach Beendigung von Silent Hill mit der PlayStation 2 beschäftigt. Das Silent Hill 2 Video hat schon einiges über das Spiel gezeigt, viele Fragen bleiben aber absichtlich noch unbeantwortet. Über Waffen, Monster und Rätsel schweigen sich Konami noch aus, aber bis zum Erscheinen dauert es auch noch lange. Frühestens in einem Jahr erscheint Silent Hill 2 in Japan, hierzulande noch später. So müssen wir uns mit spärlichen Informationen und ersten Bildern begnügen. Doch für uns ist bereits jetzt klar, dass Silent Hill 2 ein absolutes PS2-Highlight werden wird. Bald liefern wir in einem Vorortbericht aus Silent Hill 2. Versprochen. Fazit: noch gruseliger, noch atmosphärischer und noch blutiger. Silent Hill 2 wird euch garantiert das Gruseln lehren. Das hat's definitiv. Das ist Silent Hill. Silent Hill ist der uneingeschränkte Gruselkönig auf der PlayStation, vom genialen Intro bis zu einem der 4 Abspänne. 4? Okay, ich glaube, bei Silent Hill 2 gab es noch mehr, oder? 7 oder so, wenn ich mich nicht ganz täusche, aber Halbwissen jetzt. Aber es gibt auf alle Fälle einige. 4 Abspänne, genau, wird eine schier unglaubliche Spannung erzeugt. Elemente aus den Klassiker des Gruselfilms dienten den Entwicklern als Vorlage. Konami hat seine Hausaufgaben gemacht. Dazu kommen einige der ekelerregendsten Monster, die ihr je gesehen habt. Geflügelte Dämonen, riesige Kakerlaken und buckelige Zombie-Krankenschwestern kamen Konamis Charakterdesignern wohl während eines mehrstündigen Albtraums in den Sinn. Was zartbeseitete Naturen aber total fertig macht, ist der geniale Soundtrack. Keine Horrorfilmmusik wie bei Resident Evil, sondern düstere und unheimliche Klänge, die sich perfekt der jeweiligen Spielsituation anpassen, diffus und bedrohlich bis pulsierend und panisch. Sirenengeheul im letzten Drittel eures Abenteuers raubt euch wirklich den letzten Nerv. Nur die technischen Schwächen störten Nebel und Dunkelheit allenthalben. Keine Ahnung, das Wort habe ich noch nie gehört, aber wahrscheinlich immer mal wieder. Diese leicht perverse Krankenschwester hat wohl ihren Beruf etwas falsch verstanden. Ja, der Soundtrack, absolut keine Frage, der Soundtrack macht natürlich Silent Hill auch mal erstmal eigentlich noch zu dem, was Silent Hill eigentlich ist. Ich habe von den ersten 4 Teilen habe ich den Soundtrack sogar original auf CD mir gekauft, weil ich einfach so ein Fan von dem Spiel und halt auch von dem Soundtrack bin. Absolut gruselig, absolut verstörend, großartig, ey. Silent Hill 2 wollte ich schon ganz, ganz lange mal wieder rauskramen und spielen, aber irgendwie habe ich Angst, dass ich mir diese ganzen guten Erinnerungen etwas kaputt mache. Ja, mal gucken. Werbung. Zusammen als ihr Partner für Games von A bis Z. Wenn wir es nicht haben, dann hat's keiner. Die PlayStation 2 für 869 D-Mark. Das ist, damals war es ein absoluter abgefahrener, wahnsinnig hoher Preis. Gut, wenn man es jetzt mal umrechnet, ich meine, ich glaube, niemand rechnet heute noch um, ja, aber wenn man es halt dann doch mal tut, ist es halt eigentlich schon fast wieder günstig. Oder, ja, ihr wisst, was ich meine, denke ich. Und ich meine, würde ich jetzt noch eine kriegen, ja, für 870 D-Mark neu? Ich meine, ich habe eine PlayStation 2, ich habe sogar 2, ich habe eine Slim und diese ursprüngliche. Aber würde ich jetzt nochmal eine neu kriegen? Keine Ahnung, einfach so aus Sammelgründen würde ich mir wahrscheinlich noch eine holen. Aber wenn man, also man kann sicherlich heute noch hier und da mal eine erwischen, aber dann bezahlt man halt irgendwie, da ist man wahrscheinlich schnell im vierstelligen Bereich. Deswegen keine Option. Okay, aber schön, ach, keine Ahnung, ach, hier PlayStation 1 Spiele, ey, was würde ich dafür geben, wenn man heute noch einfach hier in so einem Shop am Rufen diesen ganzen Kram tatsächlich noch neu und original verpackt bestellen könnte, für einen humanen Preis? Oh mein Gott, das wäre der Hammer.
Silent Hill. Aber guck mal, schon hier in der Platinum. Das ist natürlich blöd, ich wollte dann schon das Original, ne? Nicht diese blöden Budget-Versionen, ey. Das macht mich als Spielesammler irgendwie, macht mich das immer wahnsinnig. Ich finde diese, weiß nicht, die haben für mich, sind das nicht die richtigen Versionen. Aber gut, wie auch immer. Unreal Tournament, Silent Scope, Peripherie. Das Top-Spiel des Monats, Ridge Racer 5. Aktuelle Spieler-Highlights, NHL, F1 Racing, Rayman, Revolution, Armored Core, Evergrace, FIFA, Silent Scope, Orphan, Tekken Tech Tournament. Und da haben wir noch ein paar Filme. Ja, früher hat man tatsächlich Spiele telefonisch bestellt. Abgefahren. Nicht schlecht, nicht schlecht. Theo Kranz, ja, kenne ich auch noch tatsächlich, jetzt wo ich es lese. The Bouncer, wieder ein Titel, der mir überhaupt nichts sagt. Squaresoft, okay, präsentiert das erste Action-Rollenspiel-Highlight für die PlayStation 2. Freut euch auf eine kinoreife Atmosphäre und eine bombastische Optik. Auch in The Bouncer gibt es zahlreiche Renderfilme zu bewundern, die qualitativ auf der PlayStation 2 neue Maßstäbe setzen. Cineastische Kamerafahrten und kinoreife Atmosphäre sind Squares Spezialitäten. Hatte ich ja am Anfang schon mal irgendwie gesagt, ne, als es um diese CGI-Geschichte ging, dass gerade Square da natürlich irgendwie immer Vorreiter war und da wird es auch wieder aufgegriffen. Vom Dach eines benachbarten Gebäudes beobachtet Mugetsu, der Chef des Mikado-Geheimdienstes, die Bar Fate. Nur kurz danach stürmt sein Einsatzkommando des Etablissement. Doch Volt und Kuh sind alles andere als wehrlos und schon ist eine Schlägerei im Gange. Schlägereien stehen auf der Tagesordnung von The Bouncer. Selbst am Bahnsteig hat unser Trio feindliche Übergriffe abzuwehren. Wegen eines solchen Scharmützes hätten sie fast den Zug verpasst. Kaum auszumalen. Was Darokun Simikado, wie auch immer, von Dominic Will versucht, Sion herauszufinden. Mit der legendären Final Fantasy-Reihe schuf Squaresoft die ersten erfolgreichsten Rollenspielserie der westlichen Konsolenwelt. Squaresoft. Die heißen heute nur noch Square, ne? Bin jetzt gerade etwas verwirrt. Früher hießen die Squaresoft, dann haben sie Enix gekauft, dann hießen sie Square Enix. Und jetzt ist es, glaube ich, nur noch Square, oder? Irgendwie so war das. Naja, wie auch immer. Aber auch Titel wie Vagrant Story oder Parasite Eve 2 beweisen, dass die japanischen Entwickler es wie kaum ein anderer Hersteller verstehen, hohe Grafikstandards mit perfekter Spielbarkeit und einer filmreifen Story zu vereinen. Vagrant Story habe ich mir irgendwann mal auf der PS3 als PlayStation 1 Classic gekauft. Ich kannte das Game nicht, habe es irgendwie mal auf einer Webseite gesehen und dachte, das ist ganz cool. Hat es auch mal angespielt und fand es tatsächlich auch cool, aber wie so oft ist, man lässt es dann doch irgendwie liegen, weil irgendwie was anderes gespielt werden möchte. Und Parasite Eve 2, weder Teil 1 noch Teil 2 habe ich gespielt. Ich glaube sogar Teil 1 gibt es gar nicht in europäischen Gefilden, oder? War das nicht nur? Na, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Jedenfalls wollte ich auch immer spielen, nie getan. Teil 2 habe ich sogar da. Naja, keine Ahnung, ich sag's ja, es gibt echt noch viel zu viele alte Spiele, die ich so gerne nachholen würde. Naja, mal schauen. Also, Square ist oft auch eine der wenigen Entwickler, die bereits bei den ersten PS2-Präsentationen am 2.9.99 in Tokio ein Spiel zeigen konnten. Die Bouncer. Die Fachpresse war begeistert. Das Bouncer-Video zeigte eindrucksvoll, was technisch auf der neuen Hardware möglich ist. Doch so gut man die grafische Qualität sehen konnte, so wenig Aufschluss gab das Video doch über den Spielablauf. Welchem Genre gehört das Spiel an, fragten sich viele. Ist es ein Adventure oder ein Rollenspiel? Ein zweites Video zeigte auch Echtzeitkämpfe und verwirrte die Spieler vollends. Nur zögerlich lässt Squaresoft nun die Katze aus dem Sack. Was wir nun wissen, die Bouncer wird sowohl Echtzeit-Action als auch Adventure- und Rollenspielelemente enthalten. Obwohl das Spiel erst in 3 bis 4 Monaten bei uns erscheinen wird, geben wir euch schon mal einen Einblick in das, was euch bevorsteht. Und das klingt alles sehr interessant. Vom Barmann zum Helden. Die Bouncer spielt in einer hochtechnisierten Zukunft. Im Mittelpunkt der Erzählung stehen Nachtclubbesitzer Sion Barshead, der Rausschmeißer Kuleifo und Volt Kruger, seines Zeichens Türsteher. Das Leben der drei nimmt eine dramatische Wendung, als Sion eines Abends auf der Straße ein bewusstloses Mädchen findet. Außer dem Namen Dominic Cross ist nichts über die Schönheit bekannt, sie hat ihr Gedächtnis verloren. Doch finstere Kräfte scheinen es auf sie abgesehen zu haben. Ein Einsatzkommando des mächtigen Multikonzerns Mikado stürmt Sion's Bar, Fate und entführt nach einem heftigen Kampf Dominic. Sion und seine zwei Freunde machen sich nun auf, das Mädchen zu befreien und gleichzeitig auch das Geheimnis zu lüften, das Dominic umgibt.
welche Verbindung zum Beispiel besteht zwischen ihr und ihrem Entführer, dem kaltherzigen Firmenmogul Daragon C. Mikado. Wie üblich ist der Gegner zahlenmäßig weit überlegen, doch unsere Helden sind tapfer. Teamwork. Ku schnappt sich den Anführer und die anderen beiden kümmern sich um den Rest. Die Hintergrundgeschichte ist nicht bahnbrechend, doch die Wendungen sowie der Einfallsreichtum der Squaresoft-Autoren machten schon die Final Fantasy-Reihe so interessant. Das Spielkonzept verspricht viel Abwechslung. Einerseits bieten die Bouncer jede Menge Echtzeitprügeleien, rollenspieltypisch sammelt ihr im Kampf zudem Erfahrungspunkte, die eure Levels und somit eure Fähigkeiten verbessern. An bestimmten Schlüsselszenen im Spiel entscheidet ihr durch die Wahl eines bestimmten Charakters den weiteren Verlauf der Geschichte. So erlebt ihr manche Szenarien aus verschiedenen Blickwinkeln. Zusätzlich wartet die Bouncer wieder mit für Square-typische filmreifen Zwischensequenzen auf. Action im Viererpack. Freunde von Gruppenprügeleien werden ebenfalls an die Bouncer ihre helle Freunde haben. Dank der Multitap-Unterstützung könnt ihr im Team-Battle nämlich zu viert spielen. Die Charaktere wurden von Tetsuya Nomura gestaltet, der bereits bei Final Fantasy 7 und 8 sowie dem hierzulande nicht erschienenen Parasite Eve 1 sein Talent unter Beweis gestellt hat. Okay, da haben wir es doch. Um die Kampfszenen besonders überzeugend wirken zu lassen, wird die Bouncer in Zusammenarbeit mit Dream Factory entwickelt. Die japanischen Programmierer konnten bereits mit den Spielen Tobel, Number One und Ehrgeiz auf der PlayStation 1 einschlägige Erfahrungen sammeln. So dürfte die grafische Qualität von The Bouncer die meisten PS2-Spiele der ersten Generation in den Schatten stellen. Zusammen mit dem genialen Renderfilm erwartet euch ein optisches Meisterwerk. Leider dauert es noch bis 2001, bis das Square-Highlight erscheint. Aber das Warten lohnt sich hoffentlich. Fazit: fulminanter Squaresoft-Einstieg auf der PlayStation 2, gekonnter Genre-Mix mit imposanter Optik und filmreifer Atmosphäre. Bin ich so dieser Prügler-Fan, ich weiß nicht, wie dieses Spielgenre eigentlich heißt, sowas wie Golden Axe und so. Wahrscheinlich geht das ja auch so in die Richtung, aber es klingt definitiv interessant. Definitiv, und ich würde es fast als drittinteressantesten, mir unbekannten Titel dieses Magazins jetzt erstmal hervorheben, und vielleicht werde ich da im Nachgang auch nochmal etwas nachrecherchieren und mal gucken, wie das Spiel denn dann nun eigentlich dastand, als es dann rausgekommen ist. Das war Episode 2 der ersten Ausgabe meines neuen Formats Read Row. In dieser Episode haben wir uns diverse Vorschauen von Games reingezogen. In der nächsten Episode geht es dann weiter mit den ersten Tests, mit dabei unter anderem Tekken Tag Tournament, FIFA 2001 und Midnight Club Street Racing. Wenn euch das Video und Format gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Das unterstützt das Format und meine Arbeit auf YouTube. Feedback, Anregungen, Kritik sowie vielleicht auch eure Erfahrungen mit diversen Spielen, die wir in der Episode behandelt haben, sehr gerne in die Kommentare. Zu guter Letzt noch der Hinweis auf die Videobeschreibung. Dort findet ihr nicht nur das Inhaltsverzeichnis zu dieser Episode, sondern auch Möglichkeiten, wie ihr mich supporten könnt, wenn ihr denn mögt. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Zudem alle relevanten Links zu Social Media Kanälen, meinem Discord-Server, und zudem ist dort auch mein Twitch-Profil verlinkt. Auf Twitch streame ich regelmäßig mehrmals in der Woche. Das war's für Episode 2. In der nächsten geht's weiter. Bis dahin. Kenne deine Pixel.